Mahlzeit, willkommen im Saal 1. Heute geht es um das Projekt Schulfrei und präsentiert wird es von Benedikt Suska und Dominik Georg. Ihr könnt es wie gewohnt im IAC-Channel Fragen stellen. Ich werde sie dann weiterleiten an die Vortragenden. Es wird aber später auch noch eine Jitsi-Session geben. Vielen Dank und viel Spaß. Okay, danke für die Anmoderation. Bevor wir das Projekt mal vorstellen, stellen wir uns einmal selber vor. Ich heiße Benedikt Suska, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Deutschland, bin Schüler in der 11. Jahrgangsstufe. Seit knapp einem Jahr bin ich Mitglied im TechEZV. Was der Verein genau ist, kommen wir gleich auch noch drauf. Und meine Interessen liegen in Heimautomatisierungsprojekten. Oder ich arbeite auch gerne mit Freunden an Projekten in Hackerspaces. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, aber früher habe ich das ganz gerne gemacht. Und ich spiele auch keine Instrumente. Ja, ich bin Nick oder länger Dominik George. Wo kommt denn die Folie her noch? Nicht so alt wie alle anderen zusammen. Ja, das stimmt immer noch. Unser Verein ist ja eigentlich eine Jugendorganisation, in dem es intensiv darum geht, dass Kinder und Jugendliche Kontributoren sind zu freier Software. Da falle ich so ein bisschen raus aus dem Bereich Kinder und Jugend. Bin aber Gründer des Vereins und der immer tolle neue Ideen hat, die wir uns anschauen als Visionär im Wesentlichen. Hauptberuflich bin ich Systemadministrator und Datenbankadministrator bei der Firma Kreativ. Mache ganz gerne Outdoor-Kram, beschäftige mich auch mit Musik und ja, mit allem, was mit Kinder-, Jugendbildung und freier Software zu tun hat. Gut, dann stelle ich meinen Verein TechEZV vor. Wie gesagt, TechEZV ist eine Jugendorganisation und das Thema in dem Verein ist hauptsächlich freie Software und wie junge Menschen mit freier Software umgehen können und wie sie in Kontakt kommen können. Wir sind hauptsächlich in Deutschland tätig, aber nicht nur. Wir sind auch auf internationalen Konferenzen, zum Beispiel jetzt hier auch in ganz Erlehnungstagen oder auch bei der FOSDEM tätig oder präsent. Und unser Ziel ist es eben, Kinder und Jugendliche näher an freie Software zu bringen, eben zu erklären, was freie Software ist. Und das tun wir in verschiedenen Projekten. Hacking Fun, Leopard und Schulfrei. Heute geht es konkret um Schulfrei. Und wir wollen eben auch junge Menschen dazu bringen, etwas zur freien Software beizutragen und Kontributoren zu werden. Das Projekt Schulfrei möchte eine freie, offene und sichere Digitalisierung für Bildungseinrichtungen ermöglichen. Und dazu sammelt sie hochqualitative freie Software in einem Kuratorium und bringt diese eben an ein Netzwerk, das diese Software an Schulen oder andere Bildungseinrichtungen weitergeben soll. Warum denken wir, dass freie Software in der Bildung wichtig ist? Wenn Schulen sich für freie Software entscheiden, sind sie erstmal unabhängig von einzelnen Anbietern. Dort gibt es nicht direkt ein Unternehmen, das einfach eine Lösung anbietet. Es kann Unternehmen geben, die geben Support für ein Tool. Aber das Tool ist eben nicht direkt vom Unternehmen. Und die Schulen sind nicht eingeschränkt in der Nutzung. Es gibt eben keine unnötigen Einschränkungen, dass man für noch mehr Geld noch mehr Funktionen hat oder irgendwelche versteckten Kosten. Und der Aspekt der Nachhaltigkeit ist auch ganz wichtig. Freie Software kann lange supported werden. Man muss nur jemanden finden, der eben Support für diese Software betreibt. Aber man muss sich darauf hoffen, dass ein Unternehmen das schon tut, dass diese Software eben was bringt. Und freie Software ist oftmals kompatibel auch mit älterer Hardware. Das heißt, wenn Schulen
müssen nicht regelmäßig ihre Tablets austauschen, nur weil die Software nicht mehr kompatibel mit dieser ist. Und ja, sie kann angepasst werden, je nach den Bedürfnissen der Schule. Und der Bereich der Bildung wird weniger stark kommerzialisiert. Ein auch wichtiger Punkt in dem Projekt Schulfrei ist, eben zu zeigen, wie Kinder und Jugendliche Nutzer und Kontributoren sein können. Warum das so sein sollte, das erklärt sich eigentlich leicht. Jugendliche, ich kann auch von mir selber sprechen, sind mit der Computerwelt aufgewachsen. Wir sind sehr häufig in Kontakt damit, sei es in der Schule, aber auch in der Freizeit. Und in diesem großen Spektrum, in dem wir in Kontakt mit Software sind, bilden wir eigene Sichtweisen. Und diese können sich natürlich von Person zu Person unterscheiden, aber grundsätzlich kann man sagen, dass junge Menschen eher eine andere Sichtweise als Erwachsene auf viele Dinge, aber eben auch auf Software haben. Und dadurch, dass Jugendliche eben so eine große Gruppe sind, die Software benutzen, sollten die auch in die Entwicklung von Software mit eingebracht werden. Und wenn es eben ein freies Softwareprojekt ist, können sie eben leichter mit eingebunden werden und können Vielfalt in das Projekt und auch eben in die Lösung bringen. Ja, wie kann denn so eine Einbindung von Jugendlichen aussehen? Also erstmal sollte jeder, der Software nutzt, sollte auch die Möglichkeit haben, sich einbringen zu können. Und das kann in vielen Formen stattfinden. Das ist gar nicht klar gegeben, wie das aussehen muss. Aber es reicht auch schon, einfach mal Fragen zu stellen oder Ideen zu präsentieren. Klar, man kann natürlich auch in der Softwareentwicklung direkt dabei sein, aber das kann man von keinem erwarten, vor allem wenn er an seinem Projekt interessiert ist. Und noch relativ jung ist, kann es sein, dass Leute direkt in die Entwicklung reinkommen, aber das kann man eben nicht erwarten, denn kein Kontributor ist vom Himmel gefallen. Darum ist es auch wichtig, dass Projekte jungen Menschen die Möglichkeit geben, näher an diese Entwicklung ranzukommen und dass sie durch erste Schritte, durch Fragen stellen, langsam eingeführt werden. Und das kann dann auch bis zur Softwareentwicklung weitergehen. Nur bisher sind Jugendliche eine Minderheit in der FOS-Welt. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Oftmals liegt es an den Plattformen, die benutzt werden. Negative Beispiele sind GitHub, GitLab.com, Slack, Zoom oder Discord. Das Problem dieser Plattform ist, dass junge Menschen, meistens unter 16, von der Nutzungsbedingung her direkt ausgeschlossen werden, dass sie diese Plattform legal eben nicht benutzen dürfen. Und Entwicklungen, Diskussionen, Konferenzen, wenn dort junge Menschen teilnehmen wollen und rechtlich gesehen erstmal ausgeschlossen werden sie benachteiligt. Und daher sollten eben freie Plattformen benutzt werden, die eben Menschengruppen nicht direkt von der Nutzungsbildung her ausschließen. Kinder und Jugendliche sind eben nicht diese einzige Gruppe, die von solchen Bedingungen ausgeschlossen werden können oder die mehr ausgeschlossen werden können von Plattformen. Aber sie stellen eben eine Gruppe dar, die sich rechtlich nicht wehren kann, oder nur so schwer aufgrund ihres Alters. Ja, jetzt will ich immer kurz darüber reden, wie verschiedene Aspekte in verschiedenen Gruppen Kontributionen ermöglichen können. Projekte, Konferenzen und Hackathons, wie eben schon gesagt, können Plattformen verwenden, die den Zugang jedem ermöglichen. Und Jugendliche
Und junge Menschen sollten eben nicht explizit ausgeschlossen werden. Und auch bei Benutzung von freien Plattformen sollten trotzdem noch die eigenen Nutzungsbedingungen überprüft werden, ob sie denn auch niemanden ausschließen. Ja, und auch die Community-Mitglieder einzelner Projekte können was dazu beitragen. Sie können eben freie Software als Lernmöglichkeit in Schulen herstellen und sie können das Bewusstsein junger Menschen stärken für freie Software und sie eben in freie Software-Gemeinschaften einführen und sie eben aktiv unterstützen. Lehrkräfte sind ist auch ein wichtiger Aspekt, denn sie haben viel Kontakt zu jungen Menschen, zu den Schülern. Und die haben eben auch, also einige haben auch die Möglichkeit, freie Software in den Unterricht zu integrieren und vor allem auch die Kontribution, dass nicht nur freie Software verwendet wird, sondern dass Schüler auch lernen, wie sie etwas dazu beitragen können. Und das kann auch schon in der Entwicklung eigener Schul-Apps kann das dargestellt werden, die dann auch wirklich im Alltag benutzt werden. Der Vorteil hierbei im Vergleich zu trockenen Aufgaben oder Projekten im Informatikunterricht, die man einmal macht und das Projekt danach abgeschlossen ist, wenn eine App entwickelt, die man später auch benutzt, steigert das auch die Motivation, später an anderen Projekten mitzumachen, wenn man sieht, was man mit seinen eigenen Programmierfähigkeiten und Kenntnissen, die man gesammelt hat, auch verwirklichen kann. Universitäten sind auch wichtig. Sie können eben Multiplikatoren sein und sie sollten jedem IT-Studenten Wichtigkeiten von Community-Aspekten beibringen, sollten eben auch den Aspekt der freien Software der Community, der eigentlich ganz wichtig ist, näher erläutern und auch zeigen und ein gutes Beispiel, wie sie das umsetzen könnten, wäre eben jemanden dazu zu bringen, auch etwas zu FOSS beizutragen. Das kann in vielen Formen anzutragen sein, aber dass dieser Aspekt der Gemeinschaft in freie Software auch nicht verloren geht im Studium. Ja, dann würde ich Nick bitten, einmal zum nächsten Folien was zu sagen. Ja, wir haben einiges über die Rolle von Kindern und Jugendlichen und verschiedenen Bildungsbereichen in der freien Software gehört. In der Praxis geht es hauptsächlich darum, wie Schulen eigentlich freie Software einsetzen können. Die Vorteile sind nicht mal relativ klar. Die meisten im Publikum dürften ja auch mit den Grundideen der freien Software vertraut sein und auch aus einem schon bestehenden Interesse, einer gewissen Überzeugung dafür hier an der Konferenz teilnehmen. Allerdings ist das für Schulen, also für diejenigen, die letztendlich ja als Konsumenten dastehen und Werkzeuge für ihre Arbeit, fürs Lernen und Lehren benötigen, sieht das Ganze anders aus. Da interessiert die Ideologie dahinter nicht in erster Linie, sondern da ist es erstmal besonders wichtig, dass es ein Angebot gibt, das ohne große Einstiegshürden zu bekommen ist, dass für den Betrieb nicht die intensive Beschäftigung mit dem technischen Betrieb von Software voraussetzt. Man kennt das hier in Deutschland im Schulsystem gibt es verschiedene Rollen, die an Lehrkräfte vergeben werden können. Eine Rolle davon kann der IT-Support sein. Ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber eine Lehrkraft, die sich hauptverantwortlich um den Support des Schulnetzwerks kümmert, bekommt dafür in Nordrhein-Westfalen aktuell pro 2 Wochen 45 Minuten Zeit.
Das ist ein absolutes Unding, denn die Schulen stehen entweder mit Lösungen von der Stange von ihrem Schulträger da, die dann üblicherweise proprietäre Lösungen von Microsoft oder Apple oder Google sind. Die werden hingestellt, der Support wird an ein Systemhaus abgegeben. Das Systemhaus streicht Lizenzkosten und enorme Summen für Service und Support ein. Und ja, die Lehrkräfte haben üblicherweise gar keine Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die andere Option ist, sie bekommen alle Mitgestaltungsmöglichkeiten. Jede Schule ist da frei in der Entscheidung, welche Technik eingesetzt wird. Aber dann muss es eben von Lehrkräften oder anderen Schulangehörigen in ihrer Freizeit erledigt werden. Das ist für die allermeisten nicht leistbar. Deswegen ist das, was wir ja an freier Software schätzen, die große Diversität, die große Auswahl, das äußerst umfangreiche Angebot an Tools und so weiter, ist da eher im ersten Anlauf erstmal ein Hindernis. Es gibt halt ein überwältigendes Angebot und aus Sicht von Entscheidungsträgern, Lehrkräften, Schulleitungen, ein unüberschaubares Angebot. Ja, ich mache letztendlich die Suchmaschine meines geringsten Misstrauens auf und gebe da irgendwie ein Schulinformationssystem oder Schulnetzwerksoftware und dann kriege ich Angebote. So, dann jetzt sagt Big Blue Button, ich habe Connectivity Issues. Kann der Moderator mich noch hören? Jedenfalls kann ich dich noch hören. Ich kann dich hören. Und okay, alles klar. Dann ignoriere ich die Leiste. Okay. Ja, dann bekomme ich ganz viele proprietäre Angebote. Vielleicht habe ich die Ahnung, auf welchen Plattformen ich freie Software finden kann. Dann gehe ich vielleicht auf GitHub oder so und gebe da meinen Suchbegriff ein. Und dann werde ich überschwemmt mit Optionen, die ich habe, bei denen allerdings in aller Regel nicht klar ist, wo die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Angebote liegen, welche Supportangebote es gibt, wie die Entwicklung sich auch gestaltet, ob das Projekt eine gute Qualitätssicherung hat, wie nachhaltig das Projekt entwickelt wird. Kurz, es gibt hier keinen Produktcharakter. Wir haben also einen Spalt zwischen dem Projektcharakter in der freien Software und dem Produktcharakter bei den proprietären Angeboten, was für freie Software ein großes Problem ist. Ja, weil dann natürlich die Schulen sagen, wir haben nicht die Ressourcen, hier den Überblick zu gewinnen. Wir nehmen lieber etwas, wo wir einen klaren Werbeflyer in die Hand kriegen und vielleicht auch jemanden, der behauptet, er würde uns garantieren, dass das Produkt hält, was es verspricht. Und dann ist das gut. Der Punkt Kompatibilität mit anderer Software ist auch noch ein ganz wichtiger. Oft stehen Schulen, die auf freie Software setzen, vor dem Problem, dass sie kein gut integriertes System bekommen. Ja, wenn ich alles von Microsoft kaufe, dann habe ich meinen Office 365-Account und kann mich damit überall einloggen und alle Dienste benutzen, die da angeboten werden. Wenn ich mir Nextcloud und Moodle und weiß nicht noch was alles zusammenstelle, dann muss ich entweder mit relativ viel Fleiß das alles so zusammen konfigurieren, dass es Single Sign-On hat, dass es sich vielleicht für Datenaustausch gut integriert. Oder ich habe halt Insellösungen, die nebeneinander existieren. Und dann gibt es, wie ich das noch aus der Anfangszeit der Schuldigitalisierung, also aus der noch eheren Anfangszeit der Schuldigitalisierung kenne, die Lehrerkalender, wo vorne der Klebezettel mit den 15 verschiedenen Passwörtern für die 15 verschiedenen Schulplattformen drin ist. Das ist auch etwas, was nicht erstrebenswert ist. Wir haben ja also einen gewissen Culture Clash, ne, zwischen der freien Software-Szene, die sehr viel auf Diversität setzt, auf Wahlfreiheit, auf Community-Support, Mailinglisten, Chatraum-Support und so weiter. In Teilen vielleicht sogar Kommerzialisierung von Software für böse hält. Das ist ein Standpunkt, den ich nicht besonders förderlich finde. Der existiert allerdings in der FOS-Szene durchaus. Und zwischen den Entscheidern, die letztendlich ein Softwareangebot auswählen müssen, die brauchen Marketing, die brauchen klare Angebote mit klaren Zahlen. Was kostet mich das? Wie lang kriege ich Support? Wie schnell kriege ich Support? Und so weiter. Und wo sie auch in dem Umfang, in dem sie das müssen oder wollen, die Verantwortung für den Betrieb und für den Support abgeben können.
Ja, das Schulfrei-Projekt verfolgt da den Ansatz, einen Brückenschlag machen zu wollen. Wir sind alle freie Software-Hacker, das heißt, die Werte der freien Software-Bewegung sind uns sehr, sehr wichtig. Die möchten wir unbedingt beibehalten. Das bedeutet, wir sind weiterhin der Ansicht, dass zum Beispiel eine Software-Komponente in so einer IT-Landschaft eine Aufgabe erfüllen sollte, die sie gut macht. Ein althergebrachtes Unix-Prinzip, ne? Ein Job und macht den gut. Das hält auch hier, das ist ein wichtiges Prinzip, ne? Eine Cloud-Plattform, die für Dateiaustausch da ist, oder von mir ist im Fall von Nextcloud auch noch Kalender, Kontakte, alles sowas. Das ist eine Cloud-Plattform für so einen Austausch, ne? Das ist aber kein Lernmanagementsystem. Wenn Nextcloud jetzt versuchen würde, ein Lernmanagementsystem-Funktionalität wie Moodle irgendwie einzubauen und dann noch einen richtigen Chat, also Nextcloud Talk finde ich zum Beispiel schon hart an der Grenze. Das kann man für die Cloud-Plattform brauchen, klar. Aber irgendwo ist eine Grenze überschritten, wo dieses Werkzeug nie über seinen eigentlichen Scope hinaus wachsen würde. Und da ist es dann besser, ein Lernmanagementsystem wie Moodle daneben zu stellen, als Werkzeug, was in diesem Bereich Lernmanagementsystem einen wirklich guten Job macht. Das darf aber, wie gesagt, nicht zu Insellösungen führen. Deswegen ist unser Ansatz als erstes die Kuratierung guter Softwarekomponenten. Das heißt, wir identifizieren die verschiedenen Anforderungsbereiche in der Bildung, in welchen Bereichen wird Software gebraucht. Da sei, wie gesagt, zum Beispiel zu nennen, Schulverwaltung, Schulinformationssystem, Schulnetzwerkbetrieb, Lernmanagement, Austausch, Cloud-Plattform und so weiter. Wir suchen Komponenten aus, die diese Bereiche sehr gut abdecken und in ihrem Bereich sehr gut performen, anhand bestimmter Kriterien, zu denen auch natürlich die Freiheit gehört, die Nachhaltigkeit, mit der sie entwickelt wird und so weiter. Und dann ist die erste wirklich technische Aufgabe des Schulfrei-Projektes, diese Softwarekomponenten zu integrieren. Das heißt, wir produzieren letztendlich den Kleber zwischen diesen Softwarekomponenten, sodass alle Komponenten, die in diesen Schulfrei-Stack aufgenommen werden, garantiert so zusammenarbeiten, dass sie am Ende nicht wie ein zusammengeschustertes Set aus Insellösungen aussehen, sondern am Ende ein gut integriertes Gesamtsystem ergeben. Diese Softwarekomponenten werden gemeinsam präsentiert. Wir haben eine Website, die bald auch hoffentlich in den soweit ist, dass sie gut präsentabel ist, auch aus Marketing-Gesichtspunkten. Wir halten Talks, wir veranstalten hoffentlich bald wieder Stände auf Konferenzen, wo wir dann diesen Software-Stack auch insgesamt zeigen und präsentieren und mit Leuten über diesen Gesamtstack reden. Auch um den einzelnen Projekten, um die Sichtbarkeit der einzelnen Projekte zu erhöhen. Ne? Das sind von mir aus 10 Komponenten, die dann für so einen Schulbetrieb relevant und wichtig sind. Die müssen und können aber nicht zwingend auf jeder Konferenz, wo es sinnvoll wäre, dann irgendwie 10 Stände besetzen. Ne? Auch da ist die Bündelung von Kräften irgendwie wichtig. Und im letzten Schritt dann ein gutes Support-Angebot. Das ist jetzt die Phase, in der wir uns aktuell befinden, hieran zu arbeiten, ist mit IT-Unternehmen in Kontakt zu treten und IT-Unternehmen davon zu überzeugen, dann für diese Software auch Auswahl inklusive der Integration auch kommerziellen Support anzubieten. Das ist eine gewisse Herausforderung, weil wir hier wieder ein bisschen konträr zu kommerziellen Angeboten sind aufgrund unserer freien Software-Herkunft. Denn wir möchten, dass das viele Unternehmen tun oder zumindest mehrere in der Fläche verteilt regionale Unternehmen, die dann regional Kommunen oder andere Schulträger oder einzelne Schulen letztendlich supporten oder regional halt dann Software-as-a-Service-Plattformen mit dem Stack anbieten. Das ist natürlich etwas, was ein kommerzielles Unternehmen erstmal kritisch sieht, wenn ich hingehe und sage, möchtest du hier Support für leisten und dir diesen Markt mit beliebig vielen anderen Unternehmen teilen?
das ist natürlich etwas, wo man erstmal aus kommerzieller Sicht sagt, nee, Support, ja, wenn es da Bedarf gibt, mit anderen Teilen, nicht so gerne jetzt. Das sind Dinge, da ist viel Überzeugungsarbeit notwendig und eigentlich auch Pilotprojekte, die wir jetzt hoffentlich bald mit meinem Arbeitgeber angehen können, dann auch zu sagen, hier, dass das funktioniert. Es gibt hier eine gewisse Nachfrage, die man auch auf mehrere Anbieter verteilen kann. Wichtig dabei ist aber, dass auch dadurch keine Insellösungen entstehen sollen, sondern letztendlich ein gemeinsames Supportangebot nach zumindest gemeinsamen Standards entstehen soll, sodass nicht das Moodle mit der Nextcloud und Alexis-Integration in Baden-Württemberg oder im Raum Graz irgendwie ganz anders ist oder viel besser oder viel schlechter funktioniert als irgendwo an der Nordsee. Das ist die Vision dahinter. Die Arbeit dahin ist sehr umfangreich. Kurzer Überblick, aktuell gehören diese Komponenten hier zu dem Schulfrei-Stack dazu. Das kann man hier beliebig neu anordnen. Hier steht jetzt Debian Edu als Schulserver und als IDM und so weiter in der Mitte mit Alexis oben rechts als Schulinformationssystem, Nextcloud als Cloud-Plattform, Moodle als Lernmanagementsystem und BigBlueButton als Videokonferenz-Distanzunterrichtsplattform. Jede dieser Komponenten ist austauschbar oder man kann sie weglassen. Ne? Man kann genauso gut Alexis als IDM benutzen beziehungsweise als Log-on-Provider oder Nextcloud kann das auch. Ne? Das ist so ein Feature, was die alle haben letztendlich, obwohl das alles keine IDMs sind. Das widerspricht so ein bisschen dem Grundsatz, einen Job richtig zu machen. Aber das ist schon wichtig, dass eine Schule nicht ihr Schulnetzwerk umkrempeln muss, nur weil sie jetzt auch eine Lernplattform und ein Schulmanagement Schulinformationssystem haben wollen oder so. Jetzt kann ich blättern. Okay. Zwei Beispiele. Einmal zu den Komponenten, die hier dazugehören. Debian Edu haben wir schon genannt. Lösung für Schulnetzwerke. Herausstechendes Merkmal hier ist eine Debian Pure Blend, also eine feste Komponente im Schulfreisystem, im Debian-System mit Benutzerverwaltung, Netboot-Umgebung, Software-Deployment-Umgebung und so weiter und vor allem auch mit einem vorgefertigten Desktop, den man im kompletten Netzwerk booten kann. Also es ist nicht nur eine Schul-Server-Lösung, sondern eine Lösung, die auch dann im Client, im Desktop-Bereich für die Lehrenden und Lernenden letztendlich freie Software bereitstellt. Alexis, Schulinformationssystem, relativ neue Entwicklung, die wir zusammen mit Schülern und einem stellvertretenden Schulleiter eines Gymnasiums in Lübeck in Schleswig-Holstein entwickeln. Mit verschiedenen Komponenten, die sich halt mit Informationsmanagement im Schulumfeld beschäftigt. Wir brauchen Unterstützung. Wie jedes freie Projekt sind wir auf helfende Hände und Kontributionen angewiesen. Dazu gehören, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Sichtbarkeit natürlich zu erhöhen, hilft sehr. Besonders unsere Website braucht momentan Unterstützung, um wirklich auch ein bisschen marketingfähig zu werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch diese Sichtweise, dass Leute, die die freie Software nutzen sollen, also in dem Fall dann auch junge Menschen, auch immer die Möglichkeit bekommen sollten, Kontributoren zu werden. Das ist etwas, das immer wieder auf Unverständnis stößt von jemand, der jünger als 16 ist oder sogar jünger als 13 ist, kann doch nie im Leben eine wertvolle Kontribution machen. Da habe ich dann immer Beispiele aus der Praxis, wo das anders aussieht.
und bis hin zu wirklich überraschenden Argumentationen. Heute früh hat mir eben erst jemand auf GitHub erklärt, Nutzungsbedingungen seien ja sowieso irrelevant, weil ein 15-jähriger YouTuber habe ja die amerikanische Toilettenpapierindustrie davon überzeugt, mehr Toilettenpapier zu produzieren während der Pandemie. Und der hätte sich auch nicht an die Nutzungsbedingungen gehalten. Also es sind abenteuerliche Reaktionen, die man da erhält. Und hier ist definitiv ganz viel Awareness notwendig, dass mit einer Gesellschaft, die immer digitalisierter wird, mit den sogenannten Digital Natives, die jetzt immer Digital Nativer werden, natürlich auch die Schwelle sinkt, ab der dann Menschen auch in der Lage sind, diese digitale Lebenswelt mitzugestalten und dass diese Möglichkeiten noch eingeräumt werden müssen. Im technischen Bereich müssten die Integrationen, die wir zwischen den Komponenten anbieten, in einen wiederverwendbaren, in eine wiederverwendbare Form gebracht werden, zum Beispiel als Ansible Roles und so weiter. Das muss gemacht werden, damit dann auch entweder Leute, die Schulen so selber supporten, das in ihrer Freizeit tun, oder aber auch die Support-Unternehmen entsprechend dann nach gemeinsamen Standards diese Deployments und Integrationen auch machen können. Und natürlich brauchen wir solche Dienstanbieter, ne, die entweder als Software as a Service oder halt eben auch im einzelnen Betrieb an Schulen oder für einzelne Schulträger, Kommunen und so weiter dann entsprechend Stacks betreiben und supporten. Und nicht zuletzt Sponsoring durch Unternehmen und Spenden allgemein helfen dem Projekt natürlich auch. Es gibt Chaträume, an denen, eigentlich momentan nur einen Chatraum. Der XMPP-Chatraum hier ist gerade nicht so eine gute Idee, weil wir aus verschiedenen technischen Gründen die Bridge zwischen Matrix und Jabber leider momentan nicht betreiben können. Der Matrix-Raum ist hier der aktuelle Weg, schulfrei auf dem Homeserver matrix.techkids.org. Da kann man sich beteiligen, informieren, zu Punkten einbringen, sich informieren, wo man vielleicht mit wenig oder auch ein bisschen mehr Zeit irgendwie aktiv helfen kann. Website schulfrei.org und entwickelt wird alles, was zum Schulfrei-Projekt gehört, auf der Plattform EduGit. Vielleicht auch hier als Hinweis, wenn ihr selber freie Software entwickelt, gibt es verschiedene wirklich freie Plattformen, GitHub, GitLab.com und auch Bitbucket teilen sich alle das Problem, dass sie aus kommerziellem Interesse und aufgrund ihres Betriebs in den USA Nutzungsbedingungen haben, die für junge Kontributoren nicht akzeptierbar sind. Es gibt verschiedene freie Alternativen, allgemein sind da Codeberg und Framagit. Und gerade wenn es um Projekte geht, die vielleicht Kinder und Jugendliche oder den Bildungsbereich als wichtige Zielgruppe haben. Auch die Plattform EduGit, die wird von uns seit vielen Jahren betrieben, die auch den Fokus darauf hat, im Bildungsumfeld gut nutzbar zu sein. Darf auch im Unterricht zum Git-Üben genutzt werden, also nicht nur für fertige Softwareprojekte oder langlebige Softwareprojekte, sondern auch für die Bildung selber. Ja, das war es, was wir zu erzählen haben. Und wir werden dann jetzt, ich glaube, wir haben noch 10 Minuten dann für Question and Answer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Also vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ihr könnt, wie gesagt, über IRC noch Fragen stellen. Eine wurde bereits gestellt, und zwar wo man am besten Softwareentwicklungsprojekte für Jugendliche findet, ist da edugit.org/explore die Antwort dafür, oder gibt es da noch? Nee, leider nicht. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn da neben unseren eigenen Projekten auch viel freie Software entwickelt wird. Also Alexis wird dort entwickelt. Primär, das ist sicher was man
und sich gut einbringen kann auch. Das ist ein sehr umfangreiches Softwareprodukt. Jetzt im Juni steht pünktlich fürs nächste Schuljahr das erste Stable Release an. Da kann man sich noch ganz gut einbringen, denke ich. Ansonsten ist die Tendenz, dass Projekte für die Bildung auch auf einer solchen freien Plattform gehostet werden oder sich eine Plattform aussuchen, wo sie sich auch vernetzen, ist leider nicht gegeben. Das wäre vielleicht was, wo Multiplikatoren auch ein bisschen für werben können. Mhm. Okay, ja, dann hoffe ich, dass wir das auch ein bisschen gemacht haben mit diesem Vortrag. Auf eurer Webseite werden auch noch Hackathons oder Software für Hackathons gelistet. Veranstaltet ihr selbst auch Hackathons, um ein bisschen Aufmerksamkeit auf euch zu regen? Oder also richtet ihr nur die Software ein oder stellt die Informationen zur Verfügung? Also das, was auf der Website aufgelistet ist, Software für Hackathons, das richtet sich vor allem erstmal an Konferenzen oder Hackathons, die eben nach Möglichkeiten suchen und dort ist eben auf, was benutzt werden kann. Aber ja, wir bieten auch eigene Campus an, so nennen wir es. Dort können eben zu verschiedenen Themen kann etwas beigetragen werden oder einfach diskutiert werden. Und die nennt sich dann bei uns eben Leopard Camp Days und dort kann man dann an verschiedenen Projekten teilnehmen, nicht nur an einem Schulfeuerprojekt, sondern auch von anderen Projekten des DKCVs. Also Hackathons in dem Sinne veranstalten wir momentan selber nicht, vor allem aufgrund fehlender personeller Ressourcen. Wir haben einen etwas anderen Fokus, dass wir halt sagen, wir unterstützen als technischer Provider oder als technischer Supporter gerne andere Non-Profit-Organisationen, die solche Veranstaltungen machen, dann auch auf dem Weg dahin für alle inklusive Kinder und Jugendliche halt offen und transparent zu sein, freie Plattformen zu nutzen und stellen da halt auch gerne Technik bereit. Unsere Camp Days, bei der wir selber dann in Teams zusammenkommen und an Themen arbeiten, sind in einem gewissen Umbruch. Das funktioniert bei uns online auch nicht so gut. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich zu unserem, zu der Natur unserer Organisation. Aber auch selbst wir hatten tatsächlich bis vor der Pandemie einen sehr, sehr starken Fokus auf Präsenztreffen und Präsenzbarcamps. Allerdings auch aus gutem Grund, weil aus unserer Sicht zu so einer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, gerade wo wir auch jüngere Kontributoren einbinden. Ich glaube, der Jüngste, der richtig aktiv bei uns war, auch als Kontributor, war 9 Jahre alt. Ab da geht das aufwärts. Dazu gehört aus meiner Sicht, wo ich eigentlich aus der Pädagogik komme, soziales Rahmenprogramm. Das heißt, wir haben immer sehr viel Fokus darauf gelegt, Präsenzveranstaltungen zu machen, wo nicht nur generdet und gehackt wird, sondern auch sowas wie Lagerfeuer, Camping und so weiter dazu gehört. Das werden wir auch weiterhin machen nach der Pandemie. Aber solche reinen Online-Formate hatten wir vorher halt nicht und sind jetzt dabei, die zu entwickeln und auszuprobieren. Ist allerdings personell, wie gesagt, schwierig. Deswegen sehen wir uns momentan mehr als Supporter für andere Organisationen, die da einen Fokus auf solchen Hackathons haben. Ja, das klingt super. Und da fällt mir noch ein, gibt's seht ihr euch auch als quasi Train the Trainers für Menschen, die das weitermachen wollen oder ja. Eher nicht so? Genau. Okay, doch. Mhm. Also in Einzelanfragen, also es wäre schön, wenn es da eine so umfangreiche Nachfrage gäbe, dass sich da Webinar- oder Schulungsformate oder sowas lohnen würden. Das wäre sehr hervorragend, wenn da jemand Gruppen kennt, die sich da so umfangreich für interessieren, dass sie an so einem Format, an so einem Multiplikatorenformat dann auch als Gruppe teilnehmen würden. Das fände ich hervorragend.
Allerdings auch gerne in Einzelanfragen für Leute, die da denken, das wäre eine super Sache, wo ich mich vielleicht ein bisschen ehrenamtlich einbringen könnte. Ja, ist Train the Trainer eine sehr gute Herangehensweise für uns, denke ich. Ja. Okay, ich glaube, das war vielleicht eher schon ein gutes Abschlusswort, dass Sie, also es braucht mehr an allem, an allen erdenklichen Ressourcen. Und genau, dann würde ich gerne den Vortrag jetzt abschließen, damit die Technik genug Zeit hat für den nächsten. Und ihr könnt weiterhin im IRC aktiv Fragen stellen. Die zwei sind jetzt zwar nicht dort, aber zumindest wir als Moderator. Vielen Dank, schönen Tag noch. Und es geht dann weiter um 13 Uhr mit Gotta Collect Them All, Matrix Easily Visualized. Viel Spaß.